Eines Tages im letzten Herbst habe ich eine Nachricht bekommen an die offizielle E-Mail-Adresse. Eine Frau Werler war das und sie bat mich um Rückruf. Und aus diesen Zeilen sprach so eine Dringlichkeit und Wichtigkeit, dass ich auch angerufen habe. Und dann sagte sie mir, ihr Sohn singt ein Lied von mir bei einer Castingshow. Als ich Egon singen gehört habe, habe ich gleich gemerkt, dass er diese Lieder singen kann, diese Worte benutzen kann, die ich für meine Lieder benutze. Und ich kann auch gar nicht anders, als diese Worte zu benutzen. Aber er hatte irgendwie, für ihn hat das gepasst, so wie so ein Kleidungsstück. Man hat gesehen, dass er das tragen kann, dass er das singen kann. Und dann lag natürlich der Gedanke nahe, vielleicht ein Lied zusammenzuschreiben, jetzt wo er diesen Lebensweg vor sich hat als Sänger. Und ein Sänger braucht Lieder. Und so haben wir dann besprochen, wir tun es zusammen und versuchen das mal. Und deshalb sind wir hier. Die wir jetzt fertig schreiben wollen, das sind die handeln von Themen, die Egon bewegen. Und das eine zum Beispiel, das heißt Rest der Welt. Und das handelt von dieser Gesellschaft, auf die er trifft und die oft irgendwie nicht dem entspricht, wie er sich diese Welt wünscht und wie er sich die vorstellt. Sonst ein sehr sensibler Mensch und natürlich ist diese Welt sehr oft alles andere als sensibel und in der wir leben. Und die Menschen, die hören nicht zu und sehen nicht und er will nicht so leben wie der Rest der Welt. Das habe ich irgendwie, das hat er so gesagt und das hat mich berührt. Und dann dachte ich, okay, wir müssen einen Song draus machen. Ich kann, aber ich will nicht leben wie der Rest der Welt. Das ist eine wichtige Message. Wie kommst du mit drauf, willst du leben? Wie der Rest der Welt. Wenn es heißt, dass der Mensch dem anderen keine Fragen stellt. Ich schwör weg, doch ich sitze hier. Egon hat ja auch alle Möglichkeiten, jetzt seinen Weg zu gehen. Erstens ist er erst 15, ja, und kann sich gut und gerne auch noch ein paar Jahre Zeit lassen, bevor er überhaupt losgeht. Aber das will er nicht, sondern er will natürlich, dass es jetzt losgeht. Aber trotzdem, alles Mögliche ausprobieren. Es gibt so viele Genres, in die man gehen kann. Und das Gute ist aber, dass für alle Genres am Anfang steht der Song. Und das könnten wir jetzt zusammen machen. Einfach Songs schreiben über Themen, die Egon bewegen, die mich bewegen. Über Akkorde, die uns beide gefallen haben. Melodien, die uns beiden gefallen haben. Und dann kann damit passieren, was er immer will. Man kann das so spielen wie wir. Man kann es auch ganz anders machen. Das wird sich alles noch zeigen.